Das Wetter präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Wenn der Berg ruft, dann kommen die Menschen aus nah und fern, trotz der ein oder anderen Wolke. So auch heute beim großen Radio Steiermark Gipfeltreffen in Ramsau am Dachstein. Wir sind im 9. Jahr und jedes Jahr glauben wir, es gibt keine Steigerung mehr und trotzdem gibt es jedes Jahr eine. Es ist heuer wieder noch besser geworden. Noch mehr Leute da aus dem Ausland, aus Schweiz, Deutschland, Holland und wir haben so erfreut, dass es wieder gut geht. Insgesamt 16 verschiedene Musikgruppen ließen die Herzen rund um den Dachstein höher schlagen. Den musikalischen Startschuss gab es beim Radio Steiermark Frühschoppen im Ramsauer Veranstaltungszentrum. Und das war noch nicht alles. Jedes Jahr gibt es andere Highlights. Diesmal hat es einen Stammtisch gegeben, gestern am Abend in der Waldschenk. Wir sind wieder gewandert umeinander am Dachstein. Und die Musi rundherum, wie wir sehen, und die Leute haben was Gutes zum Essen und zum Trinken und viel Unterhaltung. Das Publikum war jedenfalls begeistert. Darunter selbst die hochrangigsten Gäste. Viel gab es zu entdecken. Einkehrschwung um Einkehrschwung. Das Gipfeltreffen war wieder ein richtiger Gewinn. Es ist alles aufgegangen. Bleibt uns, also den Herren von der Radio Steiermark Volkskulturredaktion und mir eigentlich nur mehr zu sagen: Danke fürs Kommen. Kommen werden am Montag auch so einige Sonnenstrahlen, die oft auch auf Nebel treffen. Meist bleibt es trocken. Aufgestanden wird bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad, am Nachmittag steigt das Thermometer auf bis zu 27 Grad. Sommerliche Temperaturen bringt auch der Dienstag, vereinzelt ist mit Regen zu rechnen. Noch häufiger werden die Regenschirme am Mittwoch gebraucht, dazwischen ist Platz für etwas Sonnenschein. Am Donnerstag wird es aber wieder wärmer und oft sonnig. Das Wetter widmete Ihnen das Shoppingcenter Murpark mit seinen neuen Shops.